Jo Leute, was geht denn? Weiter geht's mit einer weiteren Runde Let's Play WoT. Tut mir leid, gestern kam kein Video von WoT TX Matches, weil es was dazwischen gekommen ist und ich war schon ziemlich ja spät unterwegs. Deswegen wäre es ein bisschen schlecht mit dem Aufnehmen gewesen. Aber jetzt mach mal ein Video, ist mal Let's Play. Eigentlich wollte ich WoWs machen, aber ich habe heute schon so viel WoWs gezockt. Da reicht es mal auch ein bisschen. Da brauchst du ein bisschen Abwechslung. Und ja, legen wir los. Keine Arti, das ist gut. Sehr viele TDs. 1, 2, 3, 4, 5. Boah. Boah, das hilft. Die Hälfte des Teams ist TDs. Das wird lustig. Das wird lustig. Dann schauen wir mal, was wir hier anrichten können. Wahrscheinlich durch zwei Schüsse sterben. Okay. Wird nicht leicht, aber versuchen wir das Beste draus. Wir haben ein paar Medium am Start. Das hilft uns ein bisschen. Die Frage ist, sollen wir durch so ein bisschen vorrushen oder sollten wir eher defensiv spielen? Bei meinem Panzer rentiert sich halt das defensive Spiel wegen der Top Gun. Aber wir schauen mal, wie es jetzt ausschauen wird. Auf jeden Fall fahren wir schon mal richtig alle. Das ist gut. TDs haben wir eigentlich auch genug. 2-9er, 3-8er. Okay. Dann fahren wir, fahren wir, fahren wir. Der Budget ist natürlich als erster da, das ist klar. Wir als zweiter ist schon mal ein guter Vorteil. Aber das, was ich machen werde, ist, sich ein bisschen defensiv zu stellen. Jetzt kommt E4. Den hast du natürlich kassiert. Ei. Okay, ich wurde nicht gespottet. Das ist gut. Scout, was ist da los? Ich sehe da nichts. Wegen den 10ern, den TDs habe ich schon ein bisschen, muss ich halt auf Distanz spielen. Schauen wir mal, wie das ausgeht für uns. Unsere Leute fahren vor. Leider nicht durchgekommen. Sollen sie kassieren und ich kann nicht viel machen. Ei, wieso nur? Wieso triffst du nicht? Du bist ein Scharfschütze, komm. Du triffst schon. Ich weiß, es ist vielleicht ein Shit-Move von mir. Einfach nicht durchgekommen. Danke dir, mein erster Damage. Das ist schon mal gut. 1-4. Oh, die haben die Flanke da durchgepusht komplett. In sein Turm nicht durchgekommen, alles klar. Ein bisschen unfair. Dann gehen wir in die untere Wanne. Ungespottet, also schön. Leider nicht getroffen. Ist ein bisschen schwer gerade. Ich mache nur so einen kurzen Peek immer, weil man weiß ja nie, wenn man gespottet ist oder nicht. Schade, ich sehe da nichts.
Ich sehe da nichts. Absolut gar nichts. Centurion und TW50 und E4. Wir sehen doch mal nichts, absolut gar nichts. Das ist ein Centurion am Start. Den muss man mal treffen. Kommen wir einfach mal nicht durch. Aber es ist klar, bei dem. Bei dem durchzukommen ist eine Kunst eigentlich. Wow. Das war natürlich nicht zu erwarten, aber ein Amorak mit dem TVP. Glückwunsch, sage ich nur so zu mir. Der Bachelor hat sogar ein Teamkill hingelegt. Ach, schade, wieso kriege ich sowas noch nicht hin? Keine Amorax für mich, aber für die Gegner. Weil immer diese lappisch, also richtig luschigen Amorax, nicht diese gescheiten, wo man die Seite trifft und dann Amorak. Nee, schön frontal, komisch getroffen und schon irgendwie Amorak. Naja, machen wir weiter mit dem IMX. Hoffentlich wird es da besser. Also mit dem einzigen Panzer, mit dem ich offensiv spiele, ist halt wirklich der Oho, weil mit dem kann man halt gut offensiv spielen, mit den anderen Panzern eigentlich eher auf Def, wegen der Nachladezeit und Durchschlag und Genauigkeit muss man halt defensiv spielen. Aber Amorak, naja. Solange es nur einmal passiert, habe ich kein Problem damit. Kann ja mal vorkommen, einer hat Glück. Beim zweiten Mal, da werde ich schon sehr, sehr schnell schlecht anzusprechen sein. Aber schauen wir mal. So, und dann fahren wir mal da hoch. Bisschen offensives Spiel. Ich denke, wir sind schnell genug oben. Ich hoffe, da kommt jemand mit. Ansonsten wäre es ein bisschen schlecht. Medium fahren dahin. BZ kommt mit. Das ist gut. Die haben Type mit Gun Depression, wir natürlich nicht. Schauen wir mal, wie das laufen wird. Wie gesagt, ich spiele WoT ja gerade im Moment relativ kaum. Eigentlich nur für die Videos. Weil im Moment level ich auch nichts und so. Ab und zu habe ich vielleicht Lust auf WoT, so, ja komm, spiel mal auf WoT, ein bisschen Abwechslung. Aber normalerweise jetzt gerade einfach viel Abstand von WoT. Nehme ich mir, weil es macht halt wirklich wenig Spaß. Diese Siege 15-2, 15-3, hast du einfach keine richtige Fairness auch in den Teamaufbau. Da machst du auch keinen Spaß, wo du halt nicht wirklich Konkurrenz hast. Entweder wirst du vernichtet oder du zerstörst alle mit deinem Team und das macht halt nicht jedem Spaß, vor allem mir halt nicht. Ist zwar schön, ja, leicht easy win und so, aber davon habe ich halt nichts als Spieler. Type 61 ist da unten, okay. Unsere Heavies sind immer noch an der Base. Interessant. Interessante Sache. Genau, der Medium sollte immer vorgehen. Wenn nicht der Medium, dann der Heavy halt. Und vorher kam dieser T44. Ich hoffe, da kommt niemand. Das wäre jetzt richtig bitter. Wir schauen mal, da kassiert einer. Eins, fünf, ein schöner
Schönes Match. Sehr schön, Reaktion hast du verschossen, aber jetzt können wir pushen, weil 2-7 ist schon lächerlich. Ja, kein Problem, bei mir durchzukommen. Das lächerliches Match schon wieder. Natürlich treffen wir ihn nicht, wie gewollt. Boah! Oh Mann, das ist der zweite Abwrack heute, den ich sehe. Nicht schlecht. I75, alles klar. Und weg bist du. Aha, okay, wurde ich gesehen. Das weiß ich leider nicht. Boah, komm doch durch bei mir. Einfach zweimal für einen Witz. T450 killt mich. Eieiei. Eieiei. Na gut, machen wir weiter. Ziehen wir das nicht in die Länge. Schauen wir mal weiter, wie es läuft mit dem Oho. Zack und go. Ah ja, ich habe hier auch Premium bekommen, 30 Tage. Weil ich da mehr bei WWS gegeben habe. Interessant, dass es sich überall überträgt. Wahrscheinlich ist es bei World of Warplanes auch so. Ob das überhaupt jemand noch spielt, ist die andere Frage. So, hier sieht schon, naja, besser auf jeden Fall nicht, weil 10er hast halt auch relativ schlechte Karten. Aber immerhin sind es nicht diese extrem starken 10er, bei denen du halt einigermaßen durchkommst. So, wohin fahren wir? Ja, wir fahren zur Flagge, Fragezeichen. Fahren wir zur Flagge. Nehmen wir eine Maus. Obwohl, wir könnten versuchen, die Mitte erstmal. Zwar sind wir nicht die schnellsten. Aber das ist halt ein bisschen schlecht, wir sind so langsam. Da kann man halt relativ wenig machen. Ja, schaut jetzt mal, bis ich da ankomme, sind die alle schon oben. Sogar der Panzer, Jagdpanzer überholt mich. Das ist dann leider nicht mehr möglich, irgendwas zu machen. Aber unsere Leute sind schon oben, das ist gut. Boah, die ganze Flotte von denen ist dort. Wer ist denn da alles? IS-3 ist da bei uns. T10. Die Maus ist noch einfach anscheinend. IS-7 ist da, okay. Der Jagdjäger kann da bleiben. Objekt 34-2 ist verloren. Ah, den habe ich gerade verpasst. Ey, was ist das für ein Asynchro-Schuss gewesen gerade, Mann? Ich hasse das verfickte Spiel, Mann. Was ist mit dir los, Mann? Was ist das? Ja. Schießen wir halt gegen den Borsig und dann kassierst du vom Borsig. Boah, mit anzünden. IS-3 habe ich nochmal abbekommen. Sehr schön, dass du dir mal irgendwas getan hast. Ja, endlich tanken wir mal. Wie, du blockst mich nochmal, Kollege. Da bin ich gar nicht schlecht nicht so gut anzusprechen. Ich glaube, der Jagdjäger hat irgendein Problem.
dass du mich ständig angrapschen musst von der Seite. Wer fährt nicht raus? Nee. Scorpion campt da hinten. Okay, der ist Terence ist fast tot. Ich glaube, der wunderschöne Torte nimmt ihn raus. Schauen wir mal. Ja. Habe ich es gut gedacht, ne? Ach, es war gar nicht gewollt. Der Typ bewegt sich da gar nicht. Okay. Sehr schön. Hast einen Fehler gemacht. Oh, jetzt sind sie gezwungen, hierher zu kommen. Easy Kills. Wäre ich nein, Leute, ich wäre, sag euch, ich wäre ein bisschen offensiver, aber ich, ne? Pussy Move muss auch mal sein. Vor allem habe ich euch, also für die Leute, die mal wieder neu bei mir sind, ich habe Sachen gesagt, wenn der Patch nicht draußen ist, dann mache ich mir auch keine Mühe mehr fürs Spiel, sondern ich mache das Beste draus und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ist mir halt auch egal. Dann. Deswegen spiele ich nur so gut, wie ich spielen soll. Nichts Besonderes. Ach. Da schießt der Badshot auf mich gleich. Verfehl einfach den Badshot aus der kürzesten Distanz überhaupt. Was ist los? Wieso treffe ich den? Ich bin nicht so ein Lappen geworden. Ich hätte fast meinen eigenen getroffen. Auch nicht schlecht. Bleib mal stehen. Oh Gott, nein, 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 nein. Ja, wir haben gewonnen durch Captain. Wir hätten jetzt echt verloren, aber wir haben es noch geschafft. Ei, da habt ihr das gesehen. Das sieht man manchmal, bin ich der richtige Lappen hier. Aber anscheinend haben wir uns gut geschlagen, was Damage angeht. Und Leute, bei so einem Match, ich habe zwar mein Damage gemacht, aber für mich persönlich, auch wenn ich die Erfahrung dafür bekomme, ist es scheißegal. Für mich persönlich als Spieler war das eine richtig scheiß Aktion, weil normalerweise hättest du viel mehr machen können. Dann sehe ich die Maus verrecken. Wieso rushst du? Keine Ahnung. Ich sag dazu einfach nichts. Das ist jetzt nichts Besonderes gewesen. So ungefähr. Weil man denkt sich so, boah, Digga, das wäre ja mal schon richtig gut oder so. Nein, nein. War's nicht. Also man kann es immer besser machen. Auch wenn du daran stirbst. Ich habe. Das habt ihr doch gerade gesehen, wie ich gespielt habe. Aber einfach verkackt, zwei Schüsse. Man muss halt seine Augen überall haben und leider machen das nicht alle Spieler, aber das ist halt die Sache, was ich halt gerne sehen würde. Lieber sind die anderen besser als du. Kannst du wenigstens sagen, oh, endlich findest du meinen Spieler. Wann habe ich einen Spieler gesehen? Vor 4 Wochen? Oder vor 3? Einen richtig guten, wo du sagst, boah, der war gut. So selten die guten Spieler, die man sieht. Und gut meine ich nicht im Sinne von. Ja, statistisch oder so, sondern einfach nur Leute, die halt Ahnung haben, wie das Spiel funktioniert. Mehr erwarte ich nicht. Wieso bin ich oben? Aber ich glaube, das ist irrelevant, weil meine 3 Artis sind aber nicht so irrelevant. Wir haben Super Pershing unten, statt dass man tauscht. Aber der ist ja hier oben. Ne, der ist tatsächlich unten. Das Spiel ist auch lustig. Es gibt mir den Super Pershing unten, statt dass der oben ist.
T44 hat 100 schon einer. Alter Schwede, hat einer gesuchtet. Wo hat er den? Ich will sie mal sehen. Also, das Bild sieht nicht schlecht aus, aber was genau er kann? Ich kassiere einfach. Ja, Artillerie auch noch am Start. Ich bin tot, Leute. Ich bin tot. Machen wir weiter. Haben wir gleich mal Artillerie kassiert. Weiter geht's. Ich mache das schnell Durchgang. Da seht ihr einfach, wie schnell die Lust einfach an WoT vergeht. Ich spiele es halt nur so zum Auffrischen mal wieder, aber ich spiele halt nicht diese Achter und so, sondern ich spiele halt wirklich schon extrem die Zehner. So, da wo ich sage, bam, da muss sein. Bisschen für sich farmen, also ein bisschen wieder lernen, wie mit Zehnern umzugehen. Aber an sich mache ich mir jetzt keine Mühe, Gedanken oder sonst irgendwas mehr, weil es ja ist vorbei und spielt's weiter. Aufgegeben ist es ja noch nicht. Aufgegeben ist ja, wenn ich den Account lösche. Was nie passieren wird, weil ich das Spiel ja an sich sehr mag und deswegen kann ich das Spiel ja nicht einfach aufgeben. Aber vielleicht wird irgendwann was passieren, wo man sagt, Gott sei Dank ist das eingetreten. Weil da kannst du doch wieder sagen, okay, boah, Arti wurde verschissenerweise weggemacht. Teams, also Matchmaking auf Normalmodus umgestellt und Goldmunition spielt die geringste Rolle. Wenn kann man spielen. Dann sage ich sofort, boah, okay Leute, jetzt ist es nur noch abhängig von dir, weil da kannst du jetzt echt was rausholen. Klar, bei dir kommen Leute irgendwie durch und so weiter, aber das weiß man dann schon selber, wie und wieso. Aber bis dahin dauert es wahrscheinlich noch. Wahrscheinlich dauert es noch 3 Jahre, bis der Matchmaking richtig funktioniert. Dann dauert es noch ein Jahr, bis die das raushauen, wahrscheinlich mit den Verbesserungen und so weiter, also bis es komplett geändert wurde. Weil die haben halt selber noch keine Ahnung, wann sie das wahrscheinlich raushauen wollen. Wäre halt geil. Vielleicht können sie das, die Spielmechanik komplett ändern, also das Gameplay. Vielleicht wird es langsamer, vielleicht wird es schneller, vielleicht wird es spannender, wer weiß. Vor allem, wir brauchen keine Artis mehr, aber die tun noch mehr Artis rein und das ist halt die Sache. Braucht man die? Ich glaube nicht. Weil die haben ja schon geplant für Japsen-Artis und für die Chinesen, denke ich mir, was ist mit euch los? Wie kommt man auf sowas? Oh, IS-3, KV-4. Ich höre nur, wie mein Motor macht. Okay, die kommen bei denen nicht durch anscheinend. Oder gar nicht erst an. 10er und 9er, nicht schlecht. Wir warten. Wir haben schon 2 Leute verloren. Die treffen einfach nicht. Ich glaube, die schießen mir in die Panzerung die ganze Zeit rein. Ein Abpraller, gefährlich. Abpraller können ja diesmal töten. Der Typ ist down. KV-4 verzieht sich. Die pusht da hinten, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Anscheinend ist da nichts los. Interesting. Okay. Kommen wir nicht mal an beim KV. Kein Problem, konnte bei mir durch. Also 10er Geschütz, Abpraller beim Stock KV-4.
Läuft beim Spiel. Kein Kommentar dazu. 2-5. Alter. Machen wir noch ein Match mit dem Oho. Und dann reicht's auch. Ich bin mir sicher, das Video kommt nicht mal auf 30 Minuten hoch. Aber ist ja gut, ist ja kürzer, knackiger. Ich weiß, ich bin nicht so genau, aber der KV4 in Stock ist eigentlich genauso, vielleicht sogar noch schlimmer, ungenauer als ich. Vielleicht kann ich hier über irgendeinen Busch spielen oder so. Ne, wird schwer. Das wird relativ schwer. Und da werde ich ja wahrscheinlich gespottet, als dass ich T30. Schön machst du das, schön. Komm einfach nicht durch. Ich habe 10er geschützt. Da bin ich nicht durchgekommen. In dieser Kante bin ich nicht durchgekommen. Was schubst mich an ES7? Alles klar. Machen wir weiter. Nein, du nicht. Du hast den Amara kassiert. Machen wir mit dir. Alter, wiederholen sich die Maps. Aber hey, zum Glück ist es nicht diese scheiß Map. Porovka oder Malinovka. Denn diese sind richtige AIDS-Maps. Okay, das sind ein paar da. Ihr wisst einfach, wenn ihr lang genug das Spiel spielt, erlebt ihr einfach einiges schon. Es gibt Leute, die sind noch länger dabei, seit das Spiel teilweise rausgekommen ist, weil die halt sich darauf gefreut haben. Ich wusste es ja nicht. Und ich leide schon seit 4 Jahren, 5 Jahren. Also leiden eher nicht, aber spiele halt das Spiel seit 5 Jahren. Und leiden tue ich jetzt schon seit circa einem Jahr hier, weil das ist schon so verschlechtert worden, teilweise das Gameplay. Das ist nicht mehr lustig. Es hat ja, glaube ich, das hat ja bei den Autoloadern angefangen, bei den Amis. Es wurde ja nicht schlecht, aber das war so der Fehlzünder von allem, denke ich mal. Weil als die Amis rankamen, dann die Briten, die überpowerten, dann wurden sie überfordert, die Entwickler. Die haben sich gedacht, scheiße, was haben wir nur angerichtet. Aber gut, jetzt müssen sie halt damit leben. Okay, cooler Kerl. Keine Arti, das ist das Einzige, was mich glücklich macht. Das mit dem Spotting, das ist auch eine gute Idee, dass sie reingetan haben, aber sie haben halt wieder teilweise nichts mehr reingetan, ne? Das ist die Sache, es fehlt halt eine Menge. Nein. Ja. 4 Arsch. Reflexschuss konnte nicht geklappt werden. Oh mein Gott, mein Geschütz, Mann. Du Stück Scheiß. Ich glaube nicht, dass er nochmal rauskommt. Okay, irgendwas hat auf mich geschossen. Keine Ahnung, was es war. Irgendwas ist dahin. Schon abgewehrt, getroffen habe ich glaube ich nichts. Aber Grille schießt auf mich. Digga. Und ich denke mir so, was ist denn das, so kleine Abpraller? Eine Grille schießt auf mich. Okay, ich fahre mal zurück zur Base. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich in diesem Match auch noch machen kann.
Okay, der hat gerade die Grille getroffen. Ah, der hat auf jemanden geschossen. Vielleicht habe ich die Grille getroffen, aber ich glaube eher weniger. So, die pushen daran. Ich habe null Damage. Leider. Komm, Power. Gib Power. Ja, schauen wir mal, wie es morgen läuft, ne? Heute war es beschissen. Geschütz geht nicht runter. Geschütz geht nicht runter. Mein erster Damage. Kommen wir mal nicht durch. Was ist mit meinem Geschütz los? Wieso auf einmal? Aha. Ah, wir wollen nicht. Wir sind ein beschissenes Stück Scheiße, Geschütz, und wir treffen wollen wir doch gar nicht erst. Über Turm zu spielen ist eigentlich gar nicht so schlecht bei dem Panzer. Boah, der Typ ist tot. Glaube ich zumindest. Ja, ich habe ihn getroffen. Da kommt noch ein T-62. Ja, keine Chance leider zu reagieren, aber damit beenden wir das auch. Denn ja. Ja, beenden wir's. Ich hoffe, es hat euch schon mal gefallen. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns dann morgen bei einem weiteren Part Let's Play World of Warships wieder, weil ich glaube, WoT wird erstmal eine fette Pause machen. Deswegen hoffen wir, dass bei WoWs viel lustiger wird. Bis dahin. Ciao.